meine Lieben, ich bin hier in Garmisch-Partenkirchen im Olympiastützpunkt und ich treffe jetzt gleich die Skirennläuferin Deutschlands, und zwar Viktoria Rebensburg. Und ich bin super gespannt, was wir gemeinsam machen werden. Hallo Vicky. Ja, hallo Anne. Na, bist du schon Hi. Am Vorbereiten? Ja, natürlich. Jetzt ist das ja gerade Sommersaison, also ja. Bist du trotzdem fleißig am Trainieren? Genau, der Skifahrer, der Gute, wird im Sommer gemacht und von dem her haben wir hier eine schöne Spielwiese, glaube ich. Ja, da bin ich mal gespannt. Du zeigst mir jetzt und forderst mich ein bisschen heraus, was ihr so als Profi-Skifahrer macht, und ich bin mal gespannt, ob ich da überhaupt mithalten kann. Ich glaube schon. Wir nehmen Wind auf. Ist immer wichtig natürlich vorm Workout oder vorm Training, dass man gut aufgenommen ist, vor allen Dingen bei uns Skifahrern sind die Hüften wichtig, dass die frei sind. Und das sind auch Sachen, die wir im Sommer immer wieder trainieren und versuchen da auch uns selber ans Limit zu bringen. Okay, bin ich auch mal gespannt, vor allen Dingen, weil ihr heizt da ja runter beim Riesenslalom zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was für Geschwindigkeit erreicht man da? Ja, Riesenslalom ist so zwischen 60-75 km/h. Ja, da muss man echt gut aufgewärmt sein. Also würde ich sagen, start mal. Also wir gehen hier in Ausfallschritt. Die beiden Hände dann neben das linke Bein. Und dann versucht man wirklich mal zu schauen, dass man mit der Schulter unter das Knie kommt, um wirklich hier die Hüfte gut frei zu machen. Ja, ich meine, wie gesagt, das sind wirklich Sachen, die ich auch vorm Skifahren sogar, nämlich wenn man Viertelstunde, 20 Minuten intensives Warm-up zu machen, um wirklich dann auf dem Schnee ja gut vorbereitet zu sein. Weil da geht es ja dann doch gleich zur Sache und da sollte man dann auch dementsprechend gut vorbereitet sein. Ja, jetzt haben wir hier unsere Plattform, die auch tagtäglich im Training genutzt wird. Ist natürlich ein super Training, speziell was jetzt das Schnelligkeitstraining anbelangt. Man muss schnell reagieren können, ist ja im Winter auch so auf der Piste. Mhm. Man muss ja unglaublich reaktiv sein und das ist bei der Plattform auch relativ gut machbar. Und deshalb denke ich, wäre das eine schöne Übung für uns. Okay, da bin ich mal gespannt, wenn wir so, was hast du gesagt, 3 Zahlen? Ja, genau. Ich würde jetzt sagen, genau, dass du mir 3 Zahlen ansagst und ich versuche, die so schnell wie möglich umzusetzen und ich dir im Gegenzug auch. Dann gucken wir mal, wer mehr schafft in der kurzen Zeit. Und dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig. Los! 4, 5, 9. 8, 6, 3. 1, 2, 8. 7, 9, 6. 3, 5, 9. 8, 5, 2. 1, 2, 7. Oh, Gott. 1, 2, 3. Und stopp. Okay, dann geht's los. 7, 5, 2. 8, 6, 3. 3. Dann 9, 4, 3. Jawohl. 8, 5, 3. 7, 5, 2. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Dann 7, 8, 3. 9, 5, 1. Wir haben da auch im Training oft heiße Battles und da schaut es dann auch manchmal ziemlich wackelig aus. Aber wie gesagt, ist ein gutes Training und ich finde, du hast das echt super gemacht. Jetzt pumpt er auch ganz schön hier. Cardio. So, jetzt sind wir auf etwas wackeligem Untergrund, was ja beim Skifahren auch des Öfteren vorkommt. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach die Balance zu halten und uns gegenseitig Tennisbälle zuzuwerfen und schauen wir mal, wer den Ball irgendwann dann immer fangen kann. Ja, alleine hier schon die Balance zu halten, da gehört sicherlich auch gute Konzentration mit dazu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Konzept gebracht. Schon vorbei. Nächste Übung, Zugschlitten. Jetzt sind wir eher beim Schnelligkeitsbereich, der ja auch extrem wichtig ist. Und deshalb findet der Zugschlitten bei uns im Sommer im Training auch sehr oft Verwendung. Und das markiere ich jetzt mal die Distanz bis darauf, ich würde sagen, so circa 20 Meter. Und dann sprinten wir das nachher durch.
Guck mal, wer schneller ist. Ich fange jetzt an und Vicky steht schon vorne am Ziel und stoppt die Zeit. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob ich hier ein bisschen mithalten kann. Zum ersten Mal jetzt an so einem Schlitten gekettet und drück mir die Daumen. Hey Vicky, ich bin soweit. Auf die Plätze, fertig, los. Vicky hat gewonnen. Fast, ja, ziemlich genau eine halbe Sekunde schneller als ich. 6,39. Sehr schön. Oh, das ist anstrengend. Das ist echt anstrengend. Aber super Cardio. Also ich muss sagen, ja, hätte ich jetzt so noch nie gemacht, aber ich glaube sowas, ich brauche jetzt auch so einen Schlitten. Ja, ist ein gutes Training, gell? Ja, total. Ja. Aber braucht man natürlich auch so einen Untergrund, gell, der so schön ist. Mhm. Der Läufer ist perfekt hier. Ja, total. Ich bin letztens schon mal die Vorstraße darauf gelaufen. Oh mein Gott. Wie ein Traktor. Habe ich mich da gefühlt. Extrem lau gewesen. Alle haben geschaut, aber egal. Ich bin darauf gerannt. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit einer Rumpfübung. Mhm. Ist ja bei uns doch auch mit der Beinmuskulatur die wichtigste Muskulatur beim Skifahren und natürlich auch die Frontalstruktur, also der Bauch, der wirklich eine gute Spannung haben muss, und da eignet sich die Übung wirklich perfekt, um auch den Hüftbeuger ein bisschen wegzunehmen. Ist er doch bei vielen Bauchübungen mit drin und bei der ist er relativ gut ausgeschaltet. Okay, wir machen 15 Sekunden jede Seite und du musst immer abklatschen, also auf die Plätze, fertig, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Wechsel, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, 17. Ja, also merke ich schon mein Bauch. Ja. Also. Okay, das waren jetzt immerhin 37 Wiederholungen. Da muss ich jetzt mal gucken. Auf die Plätze, fertig, los. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl! 12, 13, 14, 15, 16. Ey, stark! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist mir hochgekommen? Das geht richtig auf die Bauchmuskeln. Also kann man auf jeden Fall mal zu Hause probieren durch diese extra Stab- oder Instabilität. Hier ist ein Lordosekissen, dadurch kommt man ein bisschen mehr in die Flexion. Und ist natürlich super fürs Bauchtraining. Also kann man ruhig mal zu Hause probieren. Also das ist, glaube ich, wirklich jetzt so die Königsdisziplin heute. Zum einen ist es mal wichtig zu schauen, dass man drauf stehen kann, ausbalanciert, dass man dann der nächste Step Kniebeuge machen kann. Und dann der dritte Schritt wäre dann mit dem Gewicht auf einer Seite in Hochhalte dann auch Kniebeugen zu machen. Dann zeige ich dir jetzt erstmal, was so meine Tricks sind oder was ich schaue, wenn ich versuche erstmal drauf zu stehen. Also das heißt, möglichst breiter Stand, dass man dadurch einfach den Schwerpunkt besser verlagern kann, und dann versucht man einfach mal eine Kniebeuge zu machen. Genau. Und wichtig ist einfach auch, dass man schon Sprunggelenk auch mitnimmt, dass man ruhig auch hier den Winkel erzeugt im Sprunggelenk, weil man dadurch relativ gut noch ausweichen kann. Mitte finden und dann... Boah, ich kann so lange auf den Zehenspitzen. Das erwarte ich. Jawohl, jetzt noch auf. Stopp, stopp, stopp. Oh, ich hab ihn geschafft. Okay, wir wollen das mit einem positiven Beenden. Oh Gott, ja, super, echt stark. Das ist wirklich anstrengend. Ja. Ich fand besonders, was man sehr gut gesehen hat bei Vicky, war jetzt auch, wie stabil einfach die Beine sind. Also da war nichts irgendwie mit Zittern oder so, einfach so, als ob du auf so einem Boden stehst und sagst, boom, jetzt ein paar Kniebeugen. Wir haben die Hälfte geschafft.
Ich bin schon fertig. Hoffentlich mehr als die Hälfte. Und jetzt bereitet gerade Vicky was vor. Ja. Mit Skateboards. Ja. Ich bin mal gespannt, was du da mir wieder zauberst. Mega zaubert. Cool. Ist echt auch eine ziemlich komplexe Übung. Ja. Aber mir macht es eigentlich ganz viel Spaß. Ich bin mal gespannt. Gucken wir mal. Gut. Was ich jetzt denke, die Hände auf das Balanceboard und die Beine auf diese süßen kleinen Skateboards. Ich glaube, du liegst richtig. Oh je. Yeah. Ich mache es am besten mal vor, ja. Weil ich glaube, das zu erklären ist schwierig. Das dauert länger, als mal vorzumachen. Eben, wie du richtig sagst, beide Hände drauf. Ich würde auch schauen, eher weit, breit zu bleiben. Also ist halt eine gute Übung für den Bauch, für den Rumpf, aber auch Oberkörper. Und man braucht halt eine gute Stabi, um das alles zu halten. Ja. Da gucke ich mal, wie ich mich da schlage. Ich kenne das nur auf normalem Grund, ohne Bewegung. Sehr gut. Kannst du mal nur ein Bein anziehen und das andere hinten lassen. Genau. Ja, sehr gut. Und dann auch nochmal. Jawohl, und jetzt noch eine Liegestütze, dann hast du es geschafft. Super. Sehr gut. Check. Geschafft. Super, ich habe eine. Eine abgehakt. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Profi das macht. Schauen wir mal, ob es noch so ausschaut. Ja, ja, auf jeden Fall. Reicht? Wer hätte gedacht, dass man auf Skateboard sowas Cooles machen kann? Ja, oder? Ich habe wirklich einen kreativen Trainer und ja, ich habe dann cool. Immer das Vergnügen oder manchmal ist es auch kein Vergnügen, das auszuprobieren. Stufen sind mittlerweile schon fast so meine Lieblingsübungen. Früher habe ich es nicht so gern gemacht, aber super Schnelligkeitstraining, Reaktivtraining, Sprungkraft. Und da gibt es einen Rhythmus, der ist eigentlich ganz, ganz cool zum Umsetzen. Das heißt, ein Kontakt pro Stufe, dann drei Kontakte. In der nächsten Stufe wieder einer und wieder drei. Und das immer hintereinander. Okay, das war jetzt die letzte Challenge, wo Vicky mich abgezogen hat. Ich bin super dankbar, dass ich einmal kurz bei dir reinschnuppern durfte, jetzt, auch wenn jetzt noch nicht der Winter da ist. Und ich wollte dir allen Erfolg der Welt wünschen beim nächsten Wettkampf. Vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht, dir mal einen kleinen Einblick in unser Sommerspielwiese, hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, geben durfte. Und ja, ich freue mich schon auf den Winter trotzdem. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Auf jeden Fall, oder? Wir schalten alle ein. Tschüss. Ciao.